In diesem Video schauen wir uns mal das neue Kampfsystem von Lego Star Wars, die Skywalker Saga, mal im Detail an. Viel davon wissen wir auch schon bereits durch die ganzen Trailer. Ich habe mir jetzt aber alle Trailer nochmal im Detail angeschaut und es gibt auch noch den ein oder anderen Artikel und Interview mit weiteren Details zum Kampfsystem und wie das Ganze überhaupt funktionieren soll. Dass das Kampfsystem bzw. generell das gesamte Spiel von Grund auf neu designt wurde und man jetzt in der Third Person spielt und nicht mehr diese festen Kamerawinkel hat, muss ich glaube ich mittlerweile keinem mehr sagen. Und zwar steuert man seinen Charakter ja von etwas weiter weg und sobald man dann reinzoomt oder die Macht einsetzt, zoomt die Kamera dann näher an den Charakter ran, sodass man ihm wirklich direkt über die Schulter schaut und ihr dann komplett frei zielen könnt und selbst entscheidet, welchen Gegner ihr anvisieren wollt. Und dass ihr eben nicht mehr einfach nur in die Richtung schießen müsst, wie bei den alten Lego Star Wars Games und man trifft dann halt eben irgendwie. Es gibt zwar Einstellungen, um das Ganze etwas zu vereinfachen und so zu machen wie in den alten Lego Star Wars Spielen, dass die Schüsse dann automatisch in Richtung Gegner fliegen, aber standardmäßig kann man selbst entscheiden, wo man hinzielt und wo der Schuss hingehen soll. Auch vieles am Movement wurde von anderen Shooter-Spielen übernommen. Ihr könnt hinter Kisten und Barrikaden in Deckung gehen, euch an Ecken stellen und euch dann um die Ecke lehnen und so die Gegner beschießen. Dazu könnt ihr auch über bestimmte Gegenstände rüberspringen und euch aus Angriffen und Schüssen rausrollen und auch ausweichen. Lichtschwerthelden haben dazu auch die Möglichkeit, zwischen leichten und schweren Angriffen zu wählen und können so kombiniert zu heftigen Angriffen führen. Und auch die Lichtschwertduelle sollen komplett überarbeitet worden sein. Wie die aber genau ausfallen, weiß man nicht, aber ich denke mal, sie sollten genauso eben wie jetzt das neue Kampfsystem ähnlich anspruchsvoll sein. Genauso wie auch die Gegner, die nämlich jetzt auch Angriffe von euch abblocken können, sodass ihr eben bei bestimmten Gegnern auch mal eure Taktik abändern müsst und nicht halt eben nur draufschlagen könnt, sondern hier und da vielleicht mal ein bisschen um die herum dodgen müsst oder mal eine Fähigkeit einsetzen müsst, um die halt eben aus ihrer Deckung hervorzulocken. Außerdem versuchen euch auch Gegner aus dem Hinterhalt anzugreifen, aus denen ihr euch dann mit einem einzigartigen Gegenangriff für jeden einzelnen Charakter befreien könnt. Und ich gehe auch mal davon aus, dass eben viele der bekannteren oder der wichtigeren Charaktere ebenfalls einzigartige Kampfanimationen und einzigartige Kampfstile haben werden. Auch bei den Waffen und der Waffenauswahl hat sich einiges im Vergleich zu den alten Lego Star Wars Spielen getan. Hier haben wir zwar leider nur Infos aus den Trailern, ich konnte zumindest nichts aus den Artikeln zu finden. Und zwar scheint es hier erstmal so eine kleine Auswahl an Basic-Waffen bzw. Blastern zu geben. Und zwar eine Pistole, ein Gewehr, ein Scharfschützengewehr und eine Art schwerer Blaster oder vielleicht sogar eine Minigun. Dazu gibt es aber dann auch eher exotischere Waffen, wie zum Beispiel einen Bogen, einen Flammenwerfer und auch zivilisiertere Waffen mit den Lichtschwertern. Das sind aber nicht die einzigen Nahkampfwaffen, die Lichtschwerter, sondern es gibt auch die Speere von den Ewoks, mit denen ihr in den Nahkampf reinkommt. Wir sehen Wachen mit Äxten, Rey mit ihrem Stab und auch Traitor aus Episode 7 mit seinem Elektrostab ist dabei. Und dazu haben auch bekanntere Charaktere dann einzigartige Waffen und Blaster, zum Beispiel hat Lando eine modifizierte Art von der Standard-Blaster-Pistole, Boba Fett hat ein komplett neues Blastergewehr, Chewie hat natürlich seine Armbrust, Jango hat kleinere Doppel-Blaster-Pistolen. Da haben wir übrigens auch schon ja mal einen Sturmtruppler mit zwei Blasterpistolen auf einmal gesehen. Das wird also auch auf jeden Fall ein Ding werden. Und man kann die Standardblaster auch hier und da in grauer Farbe sehen, nicht nur eben die ganze Zeit in schwarz. Was ich mir bei den Waffen und der ganzen Auswahl frage, ist, ob man je nach Klasse sich die Waffen frei auswählen kann. Dass man sagt, okay gut, die Kopfgeldjägerklasse hat jetzt Zugang zu den und den Waffen und egal welchen Charakter du jetzt spielst, ob Bosk, Boba Fett, Denga oder so, du kannst die verschiedenen Waffen aus dieser Klasse eben spielen. Oder ob halt eben wirklich jeder Charakter eine bestimmte Waffe zugeordnet hat. Weil es wäre schon irgendwie cool, wenn man dann weiter irgendwie seinen Lieblingscharakter spielen kann, aber dann immer wieder mit unterschiedlichen Waffen, dass es halt eben auf Dauer nicht zu langweilig wird und man nicht, nur weil man auch mal mit dem Bogen spielen wird, einen bestimmten Charakter spielen muss. Und neu ist ja auch das Klassensystem, beziehungsweise generell die verschiedenen Fähigkeiten, die euer Charakter beziehungsweise die Klasse jetzt haben. Und bei den verschiedenen Klassen könnt ihr auch nochmal neue Fähigkeiten freischalten und upgraden für eure Charaktere. Insgesamt wird es da 9 Klassen geben, die Jedi, Helden, Plünderer, Halunken, Kopfgeldjäger, Schurken, die dunkle Seite, Astromech-Druiden und Protokoll-Druiden. Alle mit 4 unterschiedlichen Fähigkeiten zum Verbessern. Und bis jetzt wurde in der Trailer nur die Beschreibung der dunklen Seite vorgestellt, bei allen anderen Klassen nur die Icons, aus denen man zwar auch schon hier und da so ein bisschen was schließen kann, aber halt eben, dass nicht 100% feststeht, was das genau sein könnte. Bei der dunklen Seite könnt ihr da nämlich einmal mit Dark Rise euren Machtwurf verbessern. Mit Fear the Dark Side wird die Wahrscheinlichkeit und auch die Reichweite erhöht, dass NPCs aus Angst vor euch flüchten. Mit Power Push wird euer Machtschub weiter verbessert und mit Force Crush bekommen Gegner, die ihr mit der Macht hochgehoben habt, dauernd Schaden. Und dann gibt es auch noch eine Kategorie mit generellen Verbesserungen für alle Klassen bzw. Charakteren.
Und es scheint halt eben standardmäßig zu sein, dass jede Klasse bestimmte Extra-Fähigkeiten bzw. Extra-Gadgets haben. Die Jedi haben zum Beispiel einen Lichtschwertwurf, können eben mit der Macht Gegenstände und Droiden frei durch die Gegend schleudern und haben auch einen Force-Push, während die Plünderer-Klasse eine Netzkanone haben, ein Jetpack und einen Breaker-Blaster, was auch immer der genau macht. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht bestimmte Wege oder sowas freischalten kann. Und dementsprechend werden dann natürlich auch die anderen Klassen und Charaktere bestimmte Spezialfähigkeiten haben, die dann einfach standardmäßig dabei sind und über den, ja, diese Art Skilltree halt eben dann weiter verbessert werden können. Das wäre so das, was ich aus den Trailern an Details herausfinden konnte und auch in verschiedenen Artikeln gefunden habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Neuerung ihr bei dem Kampfsystem in Lego Star Wars am besten findet. Checkt auch gerne noch Holy Energy in der Videobeschreibung ab, die gesunde Alternative zu anderen Energy Drinks, und spart 5 Euro bei ersten Bestellungen mit dem Code JULIWAN5. Und vergesst natürlich auch nicht, noch ein Abo und Like dazulassen, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.